Diese Schweinebackenarmee. Stimmt, man kann ja noch blocken. So. Habt mal Spaß, ihr drei. Hallo? Tschüss. Moment, eigentlich brauche ich ja Knochen, gell? So. Wer gewinnt? Oha. Komm mal her. Zuckerrohr. Ich kann nicht sagen, ob wir Zuckerrohr zu Hause haben. Ich hole mir kurz Zuckerrohr. Oh, Kakteen könnte man eigentlich... Oh, wir könnten eine Kaktusfalle bauen. Das wäre auch geil. Kann man mit dem Schwert die Dinger schneller abbauen? Nee. Boah. Oh. Oh. Gut, haben wir auch noch Sand. Jetzt was. Damals waren die nicht so schnell. Können wir noch genüsslich einfach auf sein Schwert wechseln? Kann man den Pfeil einsammeln? Nee. Ram da da dam da dam da 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 dam. So, ich hoffe, da oben erwartet uns jetzt niemand. Haben wir noch Fackeln? Ne, haben wir natürlich nicht. Ja, bringt auch nichts hier. Dieses Light-Dingsbums, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Moment. Okay. Ich habe gerade schon gedacht, das wäre wieder irgendwie, weiß schon. Junkbug. Ist ja nämlich schon mal irgendwann passiert. Auf meiner privaten Welt. Meiner privaten Welt. Da hat sich einfach mal ein Chunk verirrt. Da war auf einmal ein Chunk. Einfach so da. Auf der Welt. Keine Ahnung, der da eigentlich nicht hingehört. Oh, Hund. Rumlaufen lassen kann ich den ja auch nicht, weil da haut er ab. Also er folgt mir dann und dann ist er weg. Nein! Ah! Oh, dieses Monster! Toll, jetzt kann ich das Fels reparieren. Boah, wie ekelhaft. Ich gehe erstmal schlafen. Das widert mich gerade so an. Oh, ich will gar nicht hinschauen. War schon immer so. Hab ich Erde dabei? Boah. Toll. Wow. Aber die Hälfte vom Baum gekillt. Oh Mann, ey. Weißt du, da geht man einfach mal ein bisschen farmen, kommt zurück, will schlafen gehen. Nee, davor endet man noch ein bisschen das Feld und zack, hat man kein Feld mehr. Ärgerlich. Ist natürlich die Frage. Ah, okay, das war natürlich so gut. Vor allem natürlich. Hm. Da muss ich einsammeln.
Schöne. Alle Bäume schlachten. Das Schöne ist natürlich, dass man bis dahin noch hinschauen kann. Bedeutet ja eigentlich, dass das da hinten noch gerendert wird. Heißt, wenn wir da eine Zwischenbasis hinbauen würden, dann würde die, wenn wir es gut machen, sogar noch befeuert werden mit Leistung. Dann ist sie nicht abgeschnitten vom Rest der Welt. So, kann man das jetzt schauen? Super. Toll. Na, kommt auch mal her. Oh, Mann. Denkt man sich nichts Böses und zack. Sache ist halt, ich konnte nicht schnell genug weg. In der neuen Version wäre ich einfach ganz schnell weggerannt, aber hier muss man ja noch doppelt W drücken. Naja. Ist halt passiert. Kann man auch nicht ändern. Ist auch nicht schlimm gewesen. Naja, vielleicht doch. Das sieht auch interessant aus. Seitlich Glas, oben Glas. Ja, da würde ich halt auch so kompletten Glasboden. Also jetzt nicht kein Glasboden, sondern einfach die Glaswände komplett. Vor allem Glaswände, ja, ja, die Fensterdinger komplett runterziehen. So. Ist ja jetzt die Frage, soll ich das hier auch machen? Eigentlich schon, oder? Kann man halt schön rausschauen. Ja, ich glaube. Ja, doch. Ja, ich glaube, ich mache das so. Deckenhöhe könnte man natürlich noch ein bisschen erhöhen. Ah, Uhr vibriert. Ich sitze schon wieder zu lange. Danke, Uhr. Und naja, vielleicht könnte sie auch recht haben. So, machen wir am besten das dann so. Habe ich das jetzt drüben gemacht? Okay, noch eins. Hoch, Seite, hoch, Seite, hoch, zur Seite. Nein, falsch. So ungefähr, oder? So wär's. Ja, dann müssen wir oben noch mal ein bisschen. So ungefähr. Es sieht derzeit noch ein bisschen merkwürdig aus. Keine Sorge, ich habe da eine geile Idee. Ich mache einfach einen Glasboden rein. Hier kommen Glasscheiben rein. Ich dachte, da ist eine fette Wespe. So, tschüss Erde. Ich mach da. Nee, doch nicht tschüss Erde. Hallo Erde. Oben Glas, seitlich Glas, aber ich halt einen. Oder sieht das gut aus? Ich müsste das schon rausheben lassen, gell? Weil sonst ist die Fassade wieder zu gerade. Ja, doch. Ich müsste vorne das Ding ein bisschen rausheben lassen. Nein, das nicht. So ungefähr, gell?
Könnte man das vielleicht sogar so gerade lassen? So könnte das dann sein. Dann könnte man vielleicht hier oben... Muss ich hochgehen? Habe ich Erde? Jo, ich habe Erde. Ja, wieder Eichenholz. Ist halt jetzt die Frage, wie das aussieht. Mal schauen, wie es wird. Vielleicht sieht es ja doch gut aus, wenn dann das Dach drauf ist. Mal schauen. Gott, Gott. Das wird doch gut, das wird doch gut. Ich bin fest davon überzeugt. Ja. Doch. Was bräuchte man denn jetzt? Oh, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Nee, das muss ich nochmal ändern. Geht nicht. Nee, ich würde... Nee, weiß was. Doch, wir ändern das, aber anderes Holz. Definitiv anderes Holz. Wir brauchen dafür... Wir nehmen einfach mal Tropenholz. So, guck mal her, Schatzi. Da ist Fichte. Nee, Fichte brauche ich jetzt nicht. Nein, brauche ich auch nicht. Da ist Tropenholz. Und bitte, ich bitte euch, ein Tropenholz mit P. Nicht wieder das mit J verstehen. Ja, zack, zack. So, zackedi zack. Oben noch. Das ist halt jetzt eine schwierige Frage. Wie machen wir das hier? Auch. Da würde ich eigentlich ganz gerne... Da machen wir einfach einen Balkon hin. So, da würde ich ganz gerne Fichtenholz dafür benötigen. Genau, einmal so. Dann würde das hier so ein Balkon sein, der dann... Ich weiß nicht, drei? Drei draußen oder... Mehr oder weniger? Ich glaube, ich mache die Erdtreppe drinnen hin. Zwei, drei. Oder doch einen vierten? Aber ob das dann nicht wieder zu viel wird, ist natürlich die Frage. Und dann am besten... So, zack, zack. Dann muss natürlich das hier wieder geändert werden. Ah, da kommen wir nicht hin. Vielleicht kommen wir von hier innen hin. Ah, wird auch schwer. Toll. Ich bin es halt überhaupt nicht mehr gewöhnt. Toll. Tut mir leid, Baum. Es ist für einen guten Zweck. Mach mal her. Nee, lass mal noch da, dann können wir da oben besser bauen. Gut. Und dann würde ich ja ganz gerne... Dann würde ich ja ganz gerne... Nun gut. Oh Gott. Ja, komm, machen wir nochmal 20 Mal, dann bin ich tot.
ja oder so. Zack, zack. So, und dann kann man da eigentlich Zäune runterziehen. Keine Ahnung, wie das aussieht. Wie gesagt, wir testen nur und dann schauen wir weiter. Wer weiß, ob es gut aussieht. Wir schlafen erstmal. Ich wollte eigentlich heute eine Farming-Tour machen. Schön in die Höhlen rein. Und was weiß ich machen. Jetzt bauen wir hier am Haus rum. Ist ja auch schön. Aber ich weiß nicht, vielleicht mache ich sogar noch einen kurzen Ab. Nee, meine ich. Ich mache einfach in der nächsten Aufnahme einen Abstecher in die Höhlen. Dann würde ich hier auch ganz gerne Slabs nehmen. Dann, weiß ich nicht, Fichte? Haben wir Fichte? Ich meine Birke. Birke, haben wir Birke? Ich glaube nicht, oder? Drumholz? Nee, ich glaube, wir haben keine Fichte. Wir haben aber Glas. Oh, können wir schon Glasscheiben machen? Moment, habt ihr das gesehen? Okay, doch nicht. Ach, geil, gibt's schon. Vor allem ich so... Ah, gibt es schon. Wir sind in der Vergangenheit. Klar gibt es das. So, da würde ich ja ganz gerne dann einen schönen begehbaren Balkon hinhämmern. Ist natürlich jetzt die Frage, wie wir das machen. Würde ich ja ganz gerne so haben. Zack, zack. So, und dann da oben nochmal Glasscheiben rein, gell? Zack, zack. So, wie sieht das jetzt von außen aus? Mhm. Ja, sieht man natürlich fast nicht. Ja, sieht einigermaßen in Ordnung aus. Klar, da kommt noch das Dach, dann kommt doch auch die ganze Verzierung und was weiß ich, Falltüren kann man noch hinzimmern und Blumentöpfe und Treppenleitern, Hubschrauber, Elefanten und was weiß ich, kann man da noch alles hinklatschen, kein Ding. Aber ich bin mir sicher, dass es vielleicht gut aussehen könnte. Sehen wir dann aber, wenn es fertig ist. Ja, ich bin zuversichtlich. Definitiv zuversichtlich. Ja, Hundi, alles gut. Hallo? Was war denn das jetzt? Da haben wir schon das Problem. Der ist wieder zu hoch. Was ich derzeit wieder so ein bisschen bemerke, was davor nicht war, ich habe die eine neue Maus und der hat so Seitentasten für, keine Ahnung, Webseiten, dass man halt da schnell zack, zack, vor und zurückkommen kann. Da habe ich aber derzeit leider das Problem, ich komme des Öfteren drauf. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Es ging jetzt wochenlang gut und jetzt habe ich irgendwie so eine Phase, wo ich die ganze Zeit aus Versehen drauf komme. Weiß auch nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß halt nicht, ob das da seitlich mit dem Eichenholz gut aussieht. Ich glaube, das müsste ich auch abreißen und gegen das hier setzen. Aber generell, ja, naja. Ja, ich weiß nicht, Textur, alles passt doch nicht so ganz. Müssen wir vielleicht sogar dann noch mal umbauen irgendwann, mal schauen. Sieht noch so ein bisschen komisch aus. Was richtig geil wäre, woran ich gerade denke. Wir haben ja hier so einen Baum, den könnten wir ausbauen. Dann können wir vielleicht sogar einen, weißt du was, wir können ja eigentlich sogar dann ein richtig geiles Baumhaus bauen. Boah, wäre das geil. Einfach auch so, stell dir mal vor, man würde den Baum in das Haus einfließen lassen. Heißt halt, man würde dann halt die Blätter so rumbauen, dass es dann halt auf diesen Balkon wächst, an das Haus, um das Haus, keine Ahnung, dass das Haus auch teilweise oben im Baum drinnen ist. Und dann baut man so ein richtig geiles Baumhaus auch. Kann man hier auch einen Raum reinbauen und Balkon und eine Treppe und boah, oh, das wäre so geil. Das machen wir. Das machen wir definitiv. Oh, das wäre so geil. Oh, das wäre so gut. So, noch ein bisschen Feld ernten. Kein Creeper, gut. Fehlt er mir bestimmt.
Hm, auffällig? Ja, schade. Erde, gut. Ciao, Hund. Wir gehen jetzt erstmal zu den Birken.